Guten Morgen. Nach den jüngsten Ereignissen im US-Dollar bzw. nach den jüngsten sehr, sehr bullischen Bewegungen wollen wir uns heute natürlich mal mit dem Euro-US-Dollar beschäftigen. Ich denke, das wäre ganz gut und auch der Goldpreis wird interessant. Aber zuallererst natürlich der Blick in den Wirtschaftskalender. Schauen wir mal rein, was uns heute erwartet. Man kann schon mal so viel dazu sagen, es ist recht überschaubar hier am Montag. Wir beginnen um 11 Uhr mit dem Verbraucherpreisindex aus Europa. Interessiert uns nicht wirklich, da die EZB irgendwelche anderen Handlungen vollziehen muss hinsichtlich Verkürzung, QE oder Ausweitung oder was auch immer, ja, damit hier mal was passieren sollte, denke ich. Also fundamental betrachtet, die einzelnen Zahlen der Eurozonenländer oder auch der Europas insgesamt haben in letzter Zeit kaum noch zu irgendwelchen nennenswerten Bewegungen geführt. 15.15 Uhr wird es dann nochmal interessant mit der Industrieproduktion und der Kapazitätsauslastung aus den USA. Ich denke, das wird nochmal so ein kleiner Impuls des Tages, aber insgesamt ja, sehe ich heute wenig fundamentale Einflüsse, dementsprechend zumindest bis zum Abend. Und dementsprechend auch wenig Chartbewegung. Ich denke, heute Abend wird es deutlich volatiler hier ab 18.15 Uhr mit der Rede des Fed-Vize Stanley Fischer und dann 19.35 Uhr schließt sich EZB-Präsident Mario Draghi an. Und ja, diese beiden Reden werden heute sicherlich im Fokus stehen und dementsprechend US-Dollar und Euro respektive US-Indizes und europäische Indizes hier am Abend nochmal sehr, sehr spannend. Also nicht von dem Tagesverlauf, der heute im irgendwie stattfindet, beeinflussen lassen und denken, das ist jetzt die nachhaltige Bewegung. Ich denke, am Abend hin wird es dann nochmal richtig spannend. Und für alle, die auch die pazifischen Währungen traden, in der Nacht um 2.30 Uhr wird es sehr, sehr spannend. Hier das RBA-Sitzungsprotokoll bzw. der Verbraucherpreisindex aus Neuseeland um 0.45 Uhr. Bitte beide Zahlen im Auge behalten. Vielleicht darüber nachdenken, am Abend vorher nicht unbedingt noch knapp, also ganz frische Positionen zu eröffnen. Jetzt der Blick in den Euro-US-Dollar. Wo stehen wir denn eigentlich? Monatstechnisch gesehen oder beziehungsweise im übergeordneten Monatschart ja, müssen wir ganz klar sagen, dass wir hier immer noch uns innerhalb dieser Konsolidierungsphase befinden, die jetzt ja, seit insgesamt 21 Monaten anhält. Das ist schon ein Wahnsinn. Aber hey, was soll es? Wir haben innerhalb dieser zugegeben sehr, sehr großen Range von ja, rund 900 Pip einige schöne Trades machen können, immer wieder hin und her gehandelt. Und ich meine, darum geht es ja im Endeffekt auch. Ja. Und auch wenn es jetzt hier noch keinen längerfristigen oder sehr langfristigen Trend gibt, muss uns ja nicht interessieren, wenn wir zwischendurch schöne kurz oder sehr kurz oder auch mittelfristige Trades traden können. Was haben wir aber gesehen hier an der Unterseite? Wir haben natürlich hier schon diese zwei Abpraller gesehen. Der Kurs hat sich schon zweimal stabilisiert. Einmal im Februar letzten Jahres und einmal im November letzten Jahres. Aktuell befinden wir uns wieder an einem horizontalen Unterstützungsbereich, wenn man das so nennen mag, oder einem, ja, nennen Sie einfach mal Mittelwert, ja, innerhalb dieser großen Konsolidierungsformation sehr schön und am klarsten erkennt man ihn schlicht und ergreifend hier im Monats- bzw. auch im Wochenchart. Und dieser Kurswert entspricht auch dem 61, in etwa dem 61,8er Retracement dieser letzten großen Rallye. Also alles rund um die 1,0930 bzw. um die 1,10 ist hier ein sehr, sehr interessanter Kursbereich und ja, das wollen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Wir haben ja heute den 17.10., das heißt, wir haben schon noch zwei volle Handelswochen, bis der Monat vorbei ist. Also aus dieser Monatskerze kann sich noch sehr, sehr interessant entwickeln. Wir werden sehen, unsere jüngsten Shorts bzw. diese mittel- bis kurzfristigen Shorts, die sind zumindest erst einmal raus. Die habe ich dann am Freitag aus dem Markt genommen. Ich wollte schlichtweg die Gewinne mitnehmen und ich sag mal so, nach so einer massiven abwärts gerichteten Kerze ja, habe ich jetzt nicht unbedingt so viel Ambition, die Position noch weiter zu halten. Mag sein, dass er noch weiter fällt, der Kurs, aber wir wollen uns jetzt erst einmal auf diese horizontalen Unterstützungs- und Widerstandsbereiche konzentrieren, deswegen habe ich gerade die ganzen diagonalen Linien gelöscht und ich denke, damit sollten wir auch ganz gut fahren. Was sehe ich hier aktuell oder womit rechne ich? Wir schauen uns mal die Bond Issuance bzw. die EMAs an im Monatschart, wie wir auch schon festgestellt haben im reinen Chart. Ist nichts weiter zu erkennen, weiter Konsolidierungsphase. Wochenchart gucken wir mal hier. Wir sind zwar am Lower Bollinger Band angekommen, heißt aber nicht überverkauft oder überkauft oder überdehnt, was auch immer im übergeordneten Sinn. Also wir sind einfach an einem schönen Support angekommen. Die Bollinger Bands sagen uns ja aktuell noch nichts.
Wenn wir aber in den untergeordneten und stark untergeordneten Rahmen reinschauen, dann verändert sich das schon. Hier im Daily Chart beispielsweise hat der Kurs schon ein paar Mal unter dieses Lower Bollinger Band oder ist schon unter dieses Lower Bollinger Band gebrochen. Also starke überverkaufte Situation. Auch das schon der Grund, warum ich hier keine großartige Lust mehr habe, jetzt für Shorts aufzubauen. Im H4-Chart sieht es nicht besser aus. Hier gucken wir mal rein. Auch hier schon starke Übertreibung. Und was heißt, hier war noch nicht so starke Übertreibung, aber der Kurs hatte sich deutlich vom Lower Bollinger Band entfernt. Hat dann nochmal eine schöne Talfahrt hingelegt. Jetzt aber wieder die Untertreibung. Und der Kurs bewegt sich wieder vom Lower Bollinger Band weg. Also, das ist nicht so der Hinweis, wo ich sagen würde: Ah, so, super intakte Abwärtsphase. Ich würde hier gerne nochmal nachshorten. So ist es nicht. Stundenchart, ähnliches Bild. Auch hier hat sich der Kurs wieder einmal vom Lower Bollinger Band entfernt und jedes Mal, wenn das passiert ist, wir können hier mal reingucken, gab es immer eine kleine Rallye und zumindest diese kleine Rallye, die wollen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Und dazu gehen wir nochmal in den Tageschart. Sieht man auch sehr, sehr schön, unsere Kursziele wurden ja auch hier punktgenau erreicht, dieses Tief. Und ja, diese Dreiecksformation wurde ja auch durchbrochen. Jetzt müssen wir aber dazu sagen, gucken uns mal das Primärkursziel dieser Dreiecksformation an. Das ist nämlich dieses hier und das hat er, ich würde mal sagen, punktgenau abgeholt. Ja, richtig, genau bei 1,096,20 ungefähr. Wir können mal gucken, wann war hier das Tief? Ja, 1,096,36. Also er hat sich dieses Kursziel wirklich fast punktgenau abgeholt. Sekundäres Kursziel gibt es aber auch, und das müssen wir ganz klar dazu sagen. Das ist diese Talfahrt, die zu dieser Formation geführt hat. Und die könnte den Kurs noch einmal ein kleines Stück weiter in Richtung Süden treiben, hier auf Höhe dieses Spikes ungefähr 1,092. Uns mal an, ob es hier irgendwelche Pivot Points gibt, die für uns interessant werden könnten. Ja, der aktuelle Monthly S3 und zwischen dem heutigen Daily S1, Daily S2. Also würde ich ihm durchaus zutrauen, dass er dort noch runterfährt, aber wie gesagt, für uns war das ein Erfolg, einfach diese Short Order aufzulösen. Ich meine, die war ja seit hier oben, das war ein ehemaliger Hedge von Long Position. Er hat sich hier diese 370, 380 Pip gesichert, also da müssen wir jetzt nicht traurig drüber sein. Was ich aber mit dem Hinweis auf auf das primäre und sekundäre Short-Kursziel sagen möchte, ist, dass ein Retest dieser Dreiecksformation, den wir hier im Auge haben, sehr, sehr gefährlich werden könnte. Denn wenn das primäre und sekundäre Kursziel abgearbeitet ist, hat diese Formation eigentlich keinen Grund mehr, weiterhin zu bestehen. Also das evolutionäre Ziel dieser Formation ist einfach erfüllt und die Lage dann wirklich stark überverkauft in meinen Augen und demnach möchte ich hier dann keine Pending-Order mehr an diese Unterseite setzen, sondern gucken wir vielleicht, okay, stabilisiert sich der Kurs an dieser Stelle, probieren wir es dann mal, ja. Das können wir auf jeden Fall machen, aber jetzt auf dem aktuellen Kursniveau würde ich mich jetzt erst einmal zurückhalten, würde gucken, okay, vielleicht fällt da noch ein kleines Stück in diese Richtung hier. Kann man sicherlich auch mitnehmen, wenn man vielleicht hier sich irgendwelche Widerstände einzeichnet oder sowas. Mir ist das aber wirklich einfach zu heikel jetzt. Ich habe da keine große Lust, jetzt hier irgendwie rumzufuschen. Deswegen für mich ein wichtiger Kursbereich diese Runde 1,1130. Wir können es auch nochmal am Wochenchart angucken. Ganz klarer horizontaler Widerstandsbereich rund um die 1,1130, 1,1460 und dieser Supportbereich rund um die 1,09660. Das sind zwei wichtige Kursbereiche. Fällt der hier nachhaltig drunter, da könnten wir nochmal im Zuge einer Rallye dann nochmal nachschurten. Steigt er hier über diesen Widerstand nachhaltig drüber, dann forcieren wir mal das nächste Kursziel, den nächsten sehr, sehr starken Widerstandsbereich bei 1, sogar 1,14650 an. Und falls er hier dran scheitert an diesem Widerstand, könnten wir uns entsprechend short positionieren, das Ganze schon in Richtung Süden handeln. Das sind jetzt so die Pläne. Der aktuelle Kursbereich für mich wenig interessant. So, ins Gold wollten wir noch reinschauen. Deswegen der Blick in den Monatschart. Wir sehen hier diesen schönen abwärtsgerichteten Trendkanal. Ja, schön deshalb, weil er vorbei ist. Ja, also wer das Ganze hier seit 2013 getradet hat, der ist ja bald wahnsinnig geworden. Also wir hatten hier 28 Monate Konsolidierungsphase, Gold wirklich sehr nervig gelaufen, war nicht angenehm zu handeln. Was wir aber dann gesehen haben, war ein sauberer Ausbruch, sauberer Retest und der Kurs ist hier in Richtung Norden gelaufen. Aber wir haben eben noch keine neuen ja, Hochs gesehen, beziehungsweise wurde auch dieses vermeintlich wichtige Kursziel, also das Formationshoch hier zwischen, was sind das, 1300 oder runden einfach mal auch auf 1400 Dollar, das wurde nicht überwunden
Und der Kurs geht aktuell hier wieder in die Korrektur über. Ich denke auch, dass diese Korrektur noch nicht vorbei sein muss. Ja, also wir haben vielleicht durchaus noch Platz hier in Richtung der 1180-Dollar-Marke, was letztendlich auch einem erneuten Retest dieses abwärts gerichteten Trendkanals entsprechen würde und gleichzeitig auch dem 61-8-Retracement dieser letzten großen Ausbruchsrallye. Also würde sich ganz gut überschneiden. Bin mir nicht sicher, ob wir das diesen Monat noch schaffen. Da hege ich doch durchaus Zweifel, denn wir sind ja hier, mal diese Monatskerze anschauen, wir hadern momentan so ein bisschen mit diesem 38,2er Retracement und so dieses übliche Prozedere wäre, dass wir hier nochmal in eine Erholung übergehen, vielleicht nochmal hier um die 50 Dollar zurück zum 23,6er Retracement, beziehungsweise an den Wochenchart zurück zu diesem ehemaligen horizontalen Unterstützungsbereich, der letztendlich durchbrochen worden ist. Also ähnliche Situation wie im Euro-US-Dollar. Ich würde mich dafür interessieren, was er hier an diesem Widerstandsbereich macht, ob er hier drüber kommt, beziehungsweise ob er hier dran scheitert. Dann könnte man das Ganze weiter in Richtung der 1180-Dollar-Marke shorten. Und dann wird es natürlich richtig spannend. Ja? Also was macht er hier in diesem Bereich? Hier müssen wir natürlich zusehen, okay, die Pufferzone, die geht relativ tief. Also er muss nicht unbedingt horizontal, die Bären müssen nicht horizontal schon scheitern. Sie haben durchaus noch etwas Platz. So, jetzt habe ich das hier verschoben. Moment. Sie haben durchaus noch Platz hier diesen unteren Pufferbereich hier zu erreichen, sei es mit einem Spike oder mit einer regulären Bewegung, was auch immer. Also hier muss nicht unbedingt Schluss sein, wer hier einen schönen Short erwischt hat, beziehungsweise wieder erwischen wird, der muss nicht hier unbedingt bei 1180 Dollar schon ja, den Kopf in den Sand stecken und sagen, jetzt schließe ich alles. Ist zwar sehr, sehr markant hier, ganz klar, aber auf Spike war es vielleicht so ein kleiner Dip noch nach unten. Man kann ja zum Beispiel die Hälfte oder ein Viertel der Positionsgröße noch im Markt lassen. Insgesamt natürlich großes Erholungspotenzial, das ist ganz klar, vor allem nach diesem starken Abverkauf. Ein schwacher Dollar würde uns hier selbstverständlich in die Hände spielen. Insgesamt Projektionshöhe dieses Trendkanals auf den Ausbruch projiziert, ich mache es mal ganz grob, das sollte uns schon in Richtung dieses ja, ehemaligen etwas wackeligen Support rund um die 1470, 1500 Dollar führen. Wir können mal gucken, ob das hier in irgendeiner Art und Weise ein Fibo-Retracement entspricht. Naja, zwischen den 50er und 61,8er, ich denke, das ist nicht das schlechteste Kursziel. Aber wie gesagt, als allererstes, falls wir hier eine nachhaltige, sehr langfristig gesehene Long-Bewegung sehen und reinkommen, wird hier dieser markante Widerstandsbereich sein, rund um die 1400 Dollar. Da wird der Goldpreis schon zu knabbern haben, denke ich. Alles andere wäre etwas suspekt. Gut, kurzfristiger betrachtet, klar, gucken wir uns auch nochmal kurz an. Der Daily Chart ändert nicht viel an der Gesamtsituation. Auch hier rechnen wir, wie gesagt, mit einer Erholung, ähnlich dem Euro-US-Dollar. Und auch hier überschneidet sich das 61,8 Retracement schön mit diesem horizontalen Widerstandsbereich rund um die 1300 Dollar, was wir hier im Wochenchart auch betrachtet haben, beziehungsweise über was wir gesprochen haben. Und dementsprechend hier Daily und Weekly basiert, also unter- und übergeordnet, fast dieselbe Situation, ist ganz entspannt, können wir hier in Ruhe abwarten. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Start in die neue Handelswoche, einen neuen Handelstag und verabschiede mich bis zur nächsten Analyse. Viel Erfolg, tschüss.